Also, Na, wir. selbstverständlich können sich Einzelne nun über einen Limbusspalt wieder entfernen, aber mit einem Splitter bzw. einem Schwert oder dem Gewand wird das nicht möglich sein. Ja, auf keinen Fall sollten wir eines dieser Objekte in den Limbus tragen, da habt ihr recht. Allerdings, mit einer Apportation versehen, könnten wir unter Umständen die Person, unsere Person, auf einen separaten Sprung schicken und dann in der Echtwelt das Behältnis nachtransportieren. Auch wenn es natürlich auch seine eigenen Wagnisse hat. Ist diese Apportation denn auf jeden Gegenstand anzuwenden? Nun, auf das Behältnis. Selbstverständlich. Es sei bei Aber allem, was wir hier sprechen, natürlich gesagt, dass die bloße Präsenz eines Splitters der Dämonenkrone Wirbel im Gefüge der Magie auslösen kann, die wir gar nicht erst kommen sehen können. Aber ich denke nicht, dass es sich lohnt, darauf zu planen. zumal dieses Objekt hoch antimagisch ist. Es wird sich allen Verzaubern widersetzen, vermute ich mal. Nun, glücklicherweise bin ich gut darin, mich Dingen zu widersetzen, die sich meinen Verzauberungen widersetzen. Diese Ringe von Murudal, woraus bestehen sie denn eigentlich? Bonga, ihr habt doch Erfahrung damit. Was weiß ich? Ich habe diese Ringe einmal gesehen. Der Kampf war weniger als eine Minute rum. Wenn sie Ich wahrhaftig kann hat. euch die Antwort nicht sagen, die ihr von mir haben wollt. Wenn sie wahrhaftig Artefakte aus der alten Zeit sind, in der selbst die Echsenvölker noch jung waren, müssen wir damit rechnen, dass sie auf alle erdenklichen Arten magisch und zerstörbar sind. Ohne eine ausführliche Destruktion der alten Matrix wird sich keine Verformung bieten lassen. Ist zumindest mein Verdacht. Die? Ich habe die doch mal gesehen, also so in echt. Kann ich vielleicht die Farbe beschreiben? Schwarz. Schwarz. Metallisch glänzend, schwarz. Andorium oder Amulettmetall? Zumindest, also wenn es orange geleuchtet hätte, dann wäre es Titanium, dann hätte die ein riesiges Problem. Aber es war schwarz. Das ist ein riesiges Problem. Wenn du 10.000 Jahre alter Zauberkönig bist, machst du deine Artefakte nicht unzerstörbar? Ja, selbstverständlich, aber Ja. Titanium ist natürlich nochmal eine profane andere Variante als Endurium, weil es eben noch mehr Erleichterung gibt und so weiter. Wir haben doch aber Titanium zur Verfügung. Sollte das nicht in der Lage sein, das Endurium zu beeinflussen? Habt ihr Endurium hier, den wir testen können? Oh ja, tatsächlich. Erinnert ihr euch an die Lanze? Ach nein, ihr wart gar nicht da. Ja. Erfreulicherweise konnte ich einen Teil von ihr bergen. Ich habe ein wenig Mühe da rein investiert und sie nun sichergestellt. Wir könnten einen Test veranstalten. Ich warne allerdings, dass dies ein großes Maß an Astralmacht erfordert für unter Umständen sehr ernüchternde Erkenntnisse. Nun, die Frage ist, lässt sich Endurium durch Titanium zerstören? Ihr könnt Endurium mit Titanium schneiden, ja, aber hier kommen wir wieder zum Problem, das ich eingangs erwähnte, dass ihr zunächst die magische Haltematrix entfernen müsst. Und dies ist eure Schwierigkeit. An Dies dieser Stelle sollte. muss ich in Schande mein Haupt neigen und tatsächlich darauf hinweisen, dass die Geweihten und vor allem die Alchemisten, die den Paraios anbeten, eure beste Wahl wären. Nun, dann sollten wir doch mit diesen sprechen, nicht wahr? Nun, ihr verzeiht, wenn ich euch das übernehmen lasse. Oh, selbstverständlich. Ich habe selbst einen Funken Praios in mir. Ich komme einigermaßen gut mit diesen doch sehr speziellen Menschenschlag aus. Würde ich raten müssen, wäre ich der Meinung, dass eine kleine Menge hochkonzentrierter Bandstaub die Sache regeln würde. Sagt Rongal, wart ihr nicht auch auf der Quanions-Queste? Auf was für einer Queste? Ja. Die von Sankai. Ja, nein, eigentlich nicht. Gebt mir einmal eure Hände. Also ich weiß, dass einige mit diesen Blumen rumgelaufen sind, aber nie eine Gebt solche angesteckt. mir mal eure Hände. Ja, ich reiche ihr meine Hand. Sie Ja, nickt gut dann sehen kurz so. bei Midas und nimmt dann aber viel länger die Hände von Ronga. Scheint sehr lange zu überlegen. Nickt dann. Beeindruckend. Auch ihr wurdet von Pyos auserwählt.
Er mögt zwar kein Bandstaub herstellen oder nun seine Weihe empfangen haben, aber er blickt mit einem Auge gütig auf euch herab. Naja, aber zäumen wir hier nicht gerade das ganze Pferd von hinten auf? Wir müssen doch erstmal überlegen, wie wir die Bastarde umbringen und wie wir da wegkommen mit dem Splitter, was mit den ganzen anderen Artefakten passiert. Und im Falle des Darion Parigan empfehle ich die Anwendung übermäßiger und brutaler Gewalt. Im Falle des Morodal? Ich weiß es nicht. Schau also eure Gewalt an, vielleicht hilft Betem. Du hast ein herausragender Fechtmeister. So sagte man mir zumindest. Nun, den herausragenden Fechtmeister, der einen Pfeil an der Brust überlebt, müsst ihr mir noch zeigen. Nun, da kommt sein Mantel ins Spiel, nicht wahr? Ein Eiszauber hat Kasim gewirkt. Ich weiß nicht, ob es deswegen so gut geklappt hat, aber das könnten wir uns im Hinterkopf behalten. Sollten wir auch. Jax, dies wird in eure fähigen Hände fallen müssen. Aber mir habt ihr nicht auch Frigisphero-Bomben vorbereitet? Natürlich. Welchen Zauber hat er genau gewirkt, Runga? Was sagt ihr dabei? Könnt ihr beschreiben, welche Gesten er gemacht hat? Ich kann diese urtolamidische Sprache, die er dabei ständig spricht, nicht. Er hat... Ich glaube, aus seinen Fingerspitzen kam der Zauber. Aber es war ziemlich chaotisch, wie gesagt. Und ich war schon beschäftigt. Vermutlich mal. War so ein Strahl. Eine Eislanze. Ich hatte meinen halben Kopf unter Wasser, hab versucht wegzupaddeln und hab nur gehört, wie diese Kreatur irgendwie aufgeschrien hat. Ja, als ich ihn geschaut habe, war da Eis und dieses Ding ist ins Wasser gefallen. Ihr dürft nicht vergessen, Morodal ist keine Arche, die immun gegen all die anderen Elemente ist. Morodal ist zwar der verfluchte Zauberkönig und ein Mann des Wassers, aber nun, man sollte vielleicht eher das Feuer oder das Wasser mit Feuer bekämpfen, so rum. Ja. Also, wenn ich einen solchen Strahl gegen ihn ansetzen würde, dann doch keinen aus Eis, sondern vielmehr einen aus Feuer. Nun, dann entflammen wir besser die ganze Umgebung, nicht wahr? Nun, das wird euch aber wiederum nicht passieren. Immerhin, nun, sollte er sich an Bord der Arche befinden, dann könnt ihr die Umgebung nicht in Feuer versetzen. Nun, wir vermuten ihn in dieser Pyramide, aber eine Pyramide stelle ich zumindest mir aus Stein vor. Oh, die Luft wird brennen. Auch wenn die Arche selbst nicht brennt, so kann doch die Luft brennen. Sie ist das Medium, das das Feuer trägt. Worauf er hinaus will, ist, wenn ihr die Innenseite der Arche anzündet und drin seid, lauft ihr Gefahr, euch selbst mit anzuzünden. Nun, ich stehe unter dem Schutz des Feuers. Ihr müsst euch keine Sorgen um meinen Leib machen. Also, Rafim, ich glaube, was Sie sagen wollen, ist, Sie hauen einfach alles auf ihn drauf, was Sie haben. Ja. Das ist eine hervorragende Idee. Und naja, das klingt nach einem bescheidenen Plan, aber ich habe bei den Göttern leider keinen besseren. Nun, und das wird Morodal vermutlich nicht lange aufhalten, aber vielleicht eine gewisse Zeit, in der wir nun die Quelle seiner Macht, nämlich die Ringe, entfernen und zerstören können. Morodal ist Herr über das Wasser. Wenn wir seine unmittelbare Umgebung mit einem Element fluten können, das nicht Wasser ist, sollte man einen Großteil seiner Kräfte aufheben können. Ausheben. Ihr meint Feuer? Ich nehme an, Luft zählt nicht. Ich könnte eine entsprechende Menge Unluft zur Verfügung stellen. Oh Moment, ich habe den perfekten Zauber, einen Feuersturm. Na, ihr vergesst, dass wir im gleichen Raum operieren müssen. Oh, mich selbst würde der Feuersturm vermutlich... Wie auch er bereits erfolgt, sollen Sie die Erkenntnis erlangen, dass wir andere nicht so brandfest sind wie ihr. Man tragt Brandpaste auf. Was ist mit einem Elementarbann? Würde er gegen Unwasser wirksam sein? Oh ja, natürlich. Nun, ja, aber... Man könnte ihn in Eis einschließen. Das wäre möglich. Das verlockend. Hilft uns allerdings nicht dabei, das Wasser von dem Wurm zu halten.
Naja, Wasser, das gefroren ist, ist kein Wasser mehr, oder? Nun, jeder müsste allerdings den gesamten Raum, in dem er sich auffällt, in Eis einschließen. Und dann können wir nicht mehr zu ihm durch. Wir müssten nur seine Person in Eis einschließen. Und dann? Dann können wir nicht mehr an die Ringe heran. Was meintet ihr nochmal mit Tubalkain? Dieser Magier aus Seele, mit dem ich getroffen habe, hat auch irgendwas mit Eis angeboten. Ja, er hat eine Eisgrotte, wo sich elementar reines Eis befindet, das man als Grundlage für eine Herbeirufung nutzen könnte. Dann vielleicht ein Eisgeist. Einmal mehr. Zäumen wir das Pferd von der falschen Seite auf. Wenn wir ihn einfrieren oder den Raum einfrieren, dem er ist, können wir nicht mehr an die Ringe, wie die Kapitänin bereits bemerkte. Und dann lässt man die Stellen frei, an denen seine Ringe sind? Außerdem klingt es im ersten Moment verlockend, ihm die Bewegungsfreiheit zu nehmen. Aber da er ein Freizauberer ist, ist er weder auf Sprache noch auf Gesten angewiesen. Ganz genau. Ihr müsst das Wasser von ihm fortholen und ihn nicht einfach nur bewegungsunfähig machen. Aber mir hört ihr denn nicht zu? Man könnte die gesamte Feuchtigkeit der Luft abregnen lassen, aber dann wäre das Wasser auf dem Boden. Das bringt uns nicht weiter. Wir könnten einfach die gesamte Atmosphäre im Raum durch elementar reine Luft bzw. Unluft ersetzen. Diese hätte keine elementaren Wechselwirkungen oder Verunreinigungen. Natürlich müsste dies mit einer Art ihrer Gewalt geschehen, die anderes Wasser, zum Beispiel Becken oder ähnliche, ebenso verdrängt. Und dies bringt uns wieder in einen Bereich, der sehr viel Kraft erfordert. Nun, oder die Wasserblase, die ich erstellen kann, nicht wahr? Sie hält das gesamte Wasser außen, würde es also aus dem Raum verdrängen. Aber nicht weit genug, sie ist nur ein paar Schritt weit. Ja, das ist leider wahr. Kann er das Wasser nur beherrschen oder kann er es erzeugen? Eure Vermutung ist hier genauso gut wie meine. Es gibt wohl einen alten Zauber aus den dunklen Zeiten, der alles Wasser aus einem bestimmten Bereich vollständig entfernt. Kennt ihr besagten Zauber? Ich kenne meine Ursprünge seiner These. Gelernt habe ich nicht, nein. Dann wäre es stattdessen vielleicht schneller und ratsamer, wenn wir einen begnadeten Antimagier suchen, der uns mit einem Elementarband zur Verfügung stellen kann. Oder den Kopter. Wir haben das Kopterzepter. Vielleicht kennt er den Zauber. Und wenn wir den ganzen Raum mit Morodal drin in Brand setzen, ich weiß, ihr meint, auf der Eiche funktioniert kein Feuer, aber gilt das auch für Brandöl, das von den Göttern geweiht wurde? Nun, wenn der Raum brennt, könnt ihr nicht mehr hinein, ohne zu brennen. Wir haben doch so viele Magier. So einen Feuerschutzzauber muss es doch irgendwie geben. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ihr bereits auf viele magische Effekte euren gesamten Plan stützt. Und je weniger weitere wir einflechten müssen, desto besser. Nein, außer Voltax ist niemand von uns in der Lage, euch vor dieser Art von Höllenfeuer zu beschützen. Naja, also, ich muss jetzt nochmal von Anfang an anfangen, damit ich das Ganze verstehe. Wir blasen in das Horn von Effert. Deswegen kann die Arche sich nicht mehr bewegen. Wir kommen irgendwie an Bord, töten die drei Steuerfrauen, gehen dann die Arche entlang, müssen aber möglichst schnell runter vom Deck, weil ja dieses Dämonenauge oder wie auch immer das Ding heißt, ist, das uns vernichtet. Wir werden dabei vermutlich von Harpien attackiert. Richtig, diese riesige Harpie, die habe ich ganz vergessen. Gut, dass ihr es sagt. Ich dachte, der Plan war, dass wir uns auf der Innenseite der Arche bewegen, um genau diesen aus dem Weg gehen. Naja, aber wir müssen erst hoch zum Steuerbaum und die Steuerfrauen töten. Naja, das Einfache ist, wenn wir auf... Herz. Das Einfachste ist ja, wenn wir uns auf der Innenseite bewegen, ist, dass wir im Inneren auf weitere Dämonenarchen Kinder treffen. Ja, das, da wollte ich gerade zu kommen, das ist der nächste Punkt von meinem Plan. Auf bitte und, was nun? Ja. Die kleinen Plagenbringers oder wie immer du es nennen willst, die haben die Plagenbringer nie verlassen, sondern fahren in ihr selbst herum. In den Adern, das hatte uns der Gefangene erzählt. Genau, die kleinen Archen. Ach, ihr hattet gar nicht mit ihm gesprochen, der andere Schwarzalchemist. Genau. Natürlich. Wie konnte ich nur vergessen, dass innerhalb der Plagenbringer nochmal... Ja, natürlich. Verzeiht. Mach mal. Ja, also danach gehen Abel, mir und ich... den Bastard mit dem Splitter töten und ihr jagt Morodal oder andersrum. Wir wissen nicht, wer wo sein wird. Wir hatten gesagt, dass ihr zum Herz geht.
Und wir zur Pyramide. Ah, okay. Ja, gut. Natürlich wird es übel, wenn Paligan und Murudal in der Pyramide sind. Aber das wissen wir eben nicht. Ich gehe davon aus, dass Paligan eher beim Herz sein wird. Naja, die Frage... Er in der Pyramide sein, denn dieses Herz muss er beschützen. Spätestens, wenn die drei Steuerfrauen tot sind, ist ihm sicherlich klar, dass wir es auf das Herz abgesehen haben und nun. Ist es möglich, dass wir ihn stattdessen an einem Ritualplatz an Deck finden? Auch das ist denkbar. So oder so gehe ich nicht davon aus, dass wir auf Murudal und Paligan am gleichen Ort treffen werden. Naja, aber gehen wir mal davon aus, wir haben recht. Wenn es ich und Abelmir gegen seine Dämonen und Paligan selbst. Und mein Freund, ich werde euch selbstverständlich begleiten. In gewisser Art und Weise natürlich. Wir dürfen nicht den Splitter sehen oder bei seiner Zerstörung von Paligan gewesen sein. Das wäre ein Untergang. Warum? Vertraut mir einfach. Nee, aber dann müssen wir zur Pyramide, oder nicht? Ja, wir müssen uns um Murudal kümmern. Ich würfel mal auf Neugier. Was ich hier rauslese ist, wir müssen in erster Linie einen sicheren Weg finden, um herauszufinden, wer wo ist. Damit die richtigen Leute an den richtigen Ort gehen. Ja, das lässt sich bewerkstelligen. Ich sehe wohl, dass ich mir einen Weg zum Herz schlagen werde mit diesem Schwert. Das ist gut. Auf dem Weg könnt ihr selbstverständlich all die anderen Organe ebenso auslöschen. Es wird uns alles weiterhelfen. Das wäre bestimmt sonst hilfreich. Ich befürchte nur, wir sollten so schnell wie möglich handeln. Denn auf eine ausgedehnte Schlacht dürfen wir es nicht ankommen lassen. Da werden die uns vernichten. Also Zulamin, Sepentelio, Ronga, ihr geht dann zur Herzkammer. Abelmir, Boltax, wo gehst du hin? Nun, ich werde Murudal bekämpfen müssen. Gemeinsam mit Zulamin und Sepentelio. Naja, ich vermute, sie müssen sich schon ums Herz... Nein, ihr müsst euch ums Herz kümmern. Wir werden zuvor feststellen, wo sich die beiden aufhalten und dann entscheiden. Aber ich denke, die Gruppenkonstellationen... Nun, Rafim und Abelmir, ihr müsst zusammengehen nach diesem Plan. Und ich denke, Ronga sollte gleich, wohin die anderen Gruppen gehen, in Richtung Herz gehen und sich jeweils dieser Gruppe anschließen. Midas wird selbst am besten wissen, wo er vom größten Nutzen ist. Und wir anderen drei, nun ja, sollten uns um Paligan kümmern, wo auch immer wir ihn finden. Das Protokoll. Wer geht jetzt wohin? Ich und Abelmir gegen Murudal jagen. Wer auch immer sich da anschließen möchte, schließt sich an. Zulamin, Sepentelio und gehen vermutlich in die Herzkammer. Und Ronga kommt da auch mit. Und Boltax schließt sich vermutlich Abelmir und mir an. Genau. Also wir gehen in erster Linie in Richtung Paligan, weil der den Splitter hat und ihr euch nicht um ihn kümmern könnt. Ronga, dann Midas. Wird vermutlich zu Paligan mitgehen, damit Terra nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Dann schicken wir Mendarion zu Marodal mit. Das ist die Frage, sollte Bauer Rogel auch... Natürlich muss Bauer Rogel mitkommen. Bauer Rogel wohl mit zu Paligan. Bauer Rogel ist der Einzige, der überlebt. Können wir eine After-Credits-Szene haben vom Bauer Rogel in den Armen der Harpienkönigin? Federschwingen, es sind keine Harpien. Also Ronga hat ganz bestimmt lieber Bauer Rogel als Sepentelio an seiner Seite zur Herzkammer. Der ist einfach sympathischer. Zum Glück werde ich nicht an deiner Seite sein, sondern weit in deinem Rücken. Ja, also das ist ja mein Problem. Also wenn Bauer Rogel eine After-Szene kriegt, dann muss er auf jeden Fall auf einer Tür hocken und Zulamin muss vor ihm ertrinken. Hoffentlich ist kein Platz mehr. Super. Und er kann ihr leider nicht helfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann sagen, er kann ihr schon helfen, er hat aber nur Schwimmen nicht gesteigert. Naja, gut, dann haben wir jetzt hier unseren Plan gemacht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder weg? Und das müssen wir jetzt mal klären, bevor wir hier irgendwas anderes diskutieren, weil...
Also, glaubt, ihr könnt ihn diese Truhe verzaubern, dann müsst ihr euch erst selber wegtransversalisieren und danach ruft ihr die Truhe Serpentio. Richtig. Also so es wird auf alle Fälle, ich gehe mal davon aus, dass unsere Schiffe, die wir benutzt haben, irgendwie im Laufe unserer Intrige oder der Sabotage auch zerstört werden. Wenn wir dort irgendwie anlegen oder in der Nähe bleiben, dann werden die zerstört. Vielleicht können wir an Deck der Plagenbringer ein Schiff oder Holz auftreiben, das uns dort wieder wegbringt. Aber das ist spekulativ. Ich bin dafür, dass Midas es versuchen soll. Wir bieten seinem Herrn ein Schiff an. Und da das niemals einem Fex-Geweihten gelungen ist, Fex ein so großes Objekt anzuvertrauen, sollte er es annehmen, denke ich, dass uns das eine gewisse Hoffnung gibt. So unwahrscheinlich es auch ist. Naja, ich habe noch einen Plan, der sehr teuer erkauft werden würde, aber ich denke, er würde funktionieren. Serpentilio, es würde vermutlich dich mehr kosten, als du bereit bist zu geben, aber ich schlage es einfach mal vor. Ich nehme an, dass ihr Palligan finden werdet mit Splitter und Schwert. Im Inneren der Dämonenarche Plagenbringer befinden sich kleinere Dämonenarchen. Nehme an, mit dem Schwert unter eurer Kontrolle wäre es euch möglich, eine Dämonenarche zumindest kurzfristig zu übernehmen. Übernehmt die kleine Dämonenarche, fresst euch aus der toten Plagenbringer und geht so schnell wie möglich an Land. Was das allerdings mit eurer Seele tun würde, das mag ich nicht zu vermuten. Soweit ich weiß, kann so ein Schwert nur von einem Paktierer geführt werden. Ich dachte, ihr hättet das damals verwendet. Greifenmund hat sich daran doch die Hand verbrannt, oder nicht? Ja, und wisst ihr, was ihn gekostet hat? Seine Hand. Erst sehr viel später und unter anderen Umständen. Aber steht nicht die Herrin der Nachtblauentiefen auf unserer Seite und ist es nicht ihr Schwert und wird sie vielleicht nicht einmal ein Auge zudrücken? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht auf solche Hilfe zählen. Naja, sie ist auf unserer Seite, solange er lebt. In dem Moment, wo er stirbt, will sie ihren verdammten Splitter zurück. Deswegen muss irgendwer das Schwert nehmen. Die verdammte Dämonenarche, die da unten rumfährt, übernehmen und mit ihr da rausfahren. Also, magietheoretisch gesprochen, es gibt eine Artefaktseele zu diesem Schwert. Wenn man diese Seele übertrumpft, dann gehört einem auch das Schwert. Ich vermute, das hat Jalan damals nicht geschafft, da er noch ein einfacher Rittersmann war. Ah, oh, ich verstehe. Es geht also um die Geistesstärke. Ich würde sagen, man soll an die Armbrust denken, vermute ich, ja. Man muss mit dem Schwert auf geistiger Ebene kämpfen. Naja, Serpentilio, ist das etwas, zu dem ihr bereit wärt? Definiert bereit. Es ist prinzipiell nicht empfehlenswert, Artefakte siebzwischen Ursprungs einfach so anzufassen. Nachher bekommt Serpentilio die gleiche Hand wie Jalan. Und sicher, dass wir jemanden wie Serpentilio um die Macht über eine Arche geben wollen? Ich muss doch sehr bitten. Aus Ermangelung von anderen Optionen halte ich das tatsächlich sogar für unseren besten Plan. Nun, das ist an dieser Stelle zu erwähnen, um im Kopf zu behalten, dass durch ihre enge Verbindung mit der dritten Sphäre Dämonenarche nicht der Kontrolle durch den Splitter der Krone unterliegen. Nein, aber mit diesem Schwert kann man eine Dämonenarche übernehmen, wie Greifenmund es getan hat. In der Tat, nur wie gesagt, außerdem nicht von außen. So wie ich das verstehe. Aber ich halte das tatsächlich für eine gute Idee. Also wir sollten keinen Paktschluss mit der Ersäuferin eingehen. Das auf keinen Fall. Vor allem nicht auf den letzten Metern, wenn wir es kurz geschafft haben. Aber wenn wir das Schwert in unsere Finger bekommen und den Kampf gewinnen, dann finde ich es tatsächlich tollkühn und es muss uns gelingen, auf einer Dämonenarche davonzulaufen. Damit sind wir auch nicht mehr in Gefahr, von anderen Dämonenarchen nachträglich gefressen zu werden. Denn nun, es gibt eine ganze Menge und ich gehe nicht davon aus, dass während wir auf der Plagenbringer sind, die anderen nun auch vernichtet werden. Das glaube ich erst einmal nicht. Oder dass, nun, wenn wir eine eigene Arche hätten,
dann wären wir sehr viel schneller. Zumindest schnell genug, um uns von dannen zu machen. Haben wir das Tetraeder noch? Ja. Was macht der noch gleich? Der fächert die Sphären auf. Verschieben. Das hilft uns nicht. Hm. Naja, inwiefern denkst du, dass uns das hilft? Naja, haben wir dadurch nicht schon mal eine Reise in die Vergangenheit gemacht? Ja. An der richtigen Stelle, ja. Mehr so ein einmaliges Questing. Ja, gut. Ja, ich meine, man hätte halt auch in die Vergangenheit oder in die Zukunft fliegen können. Okay, das letzte Mal, als jemand von uns in die Vergangenheit gereist ist,